Ja, klar. Ja, das Eisen. Das Eisen. Ja, aber die Frau. Der ist noch Level 32. Da, Achim. Drauf. Was soll denn das? Ist er frech? Kill him! PvP, haben sie gesagt. Bam. Ja, bei mir fällt wirklich die Kleidung komplett auseinander. Ich glaube, wir machen das Eisending und dann gehen wir zurück. Ja, aber wir müssen denen immer noch helfen. Das stimmt, aber wir wissen ja, von dem muss einer diesen Blutaltar aktivieren. Weil sonst sind patrouillierende Gegner zu finden tatsächlich super annoying. Wie cool ist das eigentlich, dass man zwei von diesen Dingern gleichzeitig abbauen kann, wenn man nur dazwischen steht? Mega angenehm. Du kannst auch die Spells gegen die machen. Alter. Mit Magie Eisenerz abbauen. What is life? Ich glaube, bei der Axt zum Beispiel ist richtig geil. Wenn du die Kupfer-Axt hast, da kannst du so einen Dash machen und kriegst danach Attack Speed. Das heißt, du kannst schneller Bäume abbauen. Lol. Ich glaube, es gibt auch irgendeinen so Spell, wo du so Rage oder sowas kriegst. Da kriegst du auch mehr Attack Speed. Das ist halt tatsächlich zum Abbauen worth. Mhm. Den Rage haben wir sogar, also den haben wir sogar schon. Ach, ich habe Gegner gefunden. So. Rums. Okay. Boah. Bärenform ist gut zum Abbauen. Guten Morgen, really? Elonska. Hallöchen, ein wunderschön. Das ist für mich auch was Neues, muss ich sagen. So, warte mal. Ein Hydrotonic. Das teste ich jetzt. Dankeschön. Also du bist ein riesiger Brummbär, what the fuck? Ja, aber der Bär ist tatsächlich sehr... Der kann so Türen aufmachen, so große. Müsst ihr hier nicht ein Boss sein? Ah, hier, guck mal her. Ich bin da. Da ist unser Ticket. Au. Okay, kann ich mich wieder zurückverwandeln? Oh mein Gott. Der ist ordentlich, ne? So, wir machen die wieder über Ranged. Oh mein Gott, ich mach gar nichts Ranged fertig. Ich bin gleich tot. So. Mir geht's gut. Ich heil mal kurz. Jo. Ich dodge dabei, ne? Okay, das war unlucky. Wait, die heilt die. Oh, die Predicted Movement? Ja, ich bin jetzt auch ziemlich tot, muss ich sagen. Ich glaube, wo hast du uns Pia hier hingeführt? Retreat, Pia, retreat! Ich kann nicht retreaten! Oh, shit. Ah. Ich hab nur 1 HP. Pia, ich kann dir nicht helfen, Pia. Ich will hier nicht sein! Ich hab nur 1 HP. Lauf! Nein! Lebst du noch? Tot? Ich bin aus. Also wirklich auf Max Range. Oh. Jetzt jagt die mich, ne? Aber die resettet vielleicht irgendwann. Warte mal, wenn die resettet, dann könnte ich dich holen. Die Frage ist dann, wo sie dann lang patrouilliert. Die ist wieder bei mir. Aber sie läuft jetzt hier wieder ganz normal weiter. Oh mein Gott. Also, okay, dann ich muss jetzt einmal kurz um die Mine drumherum laufen, Pia. Alles gut, dann ich lieg hier. Und dann sliegen wir hier raus. Alles gut, ich kann nicht reden mit dem, ich bin tot. Ups. Okay, warte, ich komme. Doch, ich höre dich. Ach so, ich habe nicht gewusst, dass du mich hörst, weil ich kein Zeichen habe. Maxim rettet mich gleich. Alles gut, alles entspannt, aber danke. Okay. Ich komme als kleine Ratte angekrochen. Hat die Ratte nicht weniger Range, dass man weniger Akku-Range hat oder so? Müsste doch funktionieren. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vorhin erst rausgefunden, dass ich eine Ratte sein kann. Nice. Das hat uns ja der Bart beschert. Ach Gott, ey. Wie viel
Inhalt dieses Spiels hat, ist halt insane. Oh, vor allem das für ein 20, das finde ich pervers. Ja. So, warte mal. So, ich muss jetzt mal raus aus der Form. Also, yeah. Dann probieren wir die gleich nochmal, oder? Ne, what? Ja, ich zeig klar. Jetzt den Notausgang. Ich zeig dir den Notausgang. Nein, wieso? Hier. Das machen wir. Nein, nein, nein. Ja, klar. Ja, das Eisen. Das Eisen. Ja, aber die Frau. Die Frau. Die Frau ist einfach Level 250. Ja. Die ist Ork, Berserker, Druid Mage supporten. Super Main. Aber dann ist das doch zumindest mal eine Herausforderung. Das stimmt. Die Herausforderung habe ich nicht. Pia, komm jetzt. Ja, ich komme ja schon. Ein Spaß ist Arbeit. Pullon. Bin ich hier richtig? Nein, ich bin hier falsch. Ja, du bist hier richtig. Doch, doch, doch. Sehr gut. Ach, das ist ein Aufweh. Oh mein Gott. Das ist so eine sneaky Abkürzung. Guck mal hier. Ui. Also, du hast wirklich den Notausgang gesucht? Ja, das ist wirklich so. Panik macht erfinderisch. Kennt man noch. Also, ich finde immer noch, dass wir da nochmal hin sollten. Also, ich will wir die werden da hingehen. Aber wir werden prepared mit sehr viel Mut und Freude hingehen. Also mit stärkerem Gier. Das, versuchst du gerade Ausreden zu finden. Das Schlimmste ist, wir werden halt kein stärkeres Gear haben. So. Das ist ja das, also wir werden dann wirklich quasi genau wie vorher hingehen, aber wir werden uns nicht von zwei Pfeilen treffen lassen. Der Pfeil ja, aber hat wirklich, lass also, doch mal, die Hälfte abzieht, ist krass. Lass uns doch mal Vlesk rekrutieren und da zu dritt nochmal hingehen. Dann kriegen wir die doch bestimmt. Ja, sehr gerne. Zu dritt kann man auf jeden Fall machen. Ich suche hier nur gerade, ob ich noch was essen kann, weil... Mein Blutbedürfnis ist ein bisschen. Also mein Vampir starft so sehr nach Blut, wie ich nach Gummibärchen. Das ist eine schlechte Kombi. Oh ja, bei mir ist auch schon. Ist auch nur noch ein Drittel da. Aber es reicht noch. Es gibt ja auch so ein AOE-Heal tatsächlich, ne? Es gibt ja ein AOE-Schild, der übel gut ist. Oh mein Gott, ich wurde umgerammelt. Du musst mir helfen, Pia. Lebst du nicht mehr? Nee, der Schildtyp hat mich einmal angeschaut. Von 100 Kilometer. Ich bin auf dem Weg. Oh, du musst den dodgen, ja, du musst außenrum. Ich liege hinter einem Felsen. Du sterbe einfach durch ein buchstäbliches Bonk. Grausam. Dann war der Notausgang doch nicht so effizient. Nee, er hat da gewartet. Lauert hat er. So, ich heile mich jetzt hoch hier. Ich dachte, ich kann hier mit ein bisschen HP noch rumlaufen. Damit ich hier kein Herz verschlucken muss, aber muss ich doch. Na. Ach, da sind Kühe. Guck mal, die kann man auch essen, ne? Ja, Kühe sind richtig hohe Kreaturen tatsächlich. Gut. Quasi fast travel. Wie auch im richtigen Leben, Beef macht dich schneller. Jetzt hat er mir den da getötet. Das ist ja unfassbar. Oh sorry. Aber so kennt man mich ja tatsächlich. Ja, so kennt man dich, wirklich. Wenn man einen Boss macht, muss man sich umschauen, ist Maxim in der Nähe. Kuh, los, gib mir Beef. So. Okay. Die sind nicht hoch, die sind Level 8. Wie kommst du drauf, dass die richtig hoch sind? Gut, da ist jetzt eine Anlage. Vor uns habe ich den 69er reingekriegt. Oha, mit dem Bogen durch die Wand. Ja, das unangenehm. Hat nicht funktioniert. Aber du, ich schuld dir noch ein Schwert. Du kriegst noch dein Schwert zurück. Bevor wir das vergessen. So, schmeiß dir mal das Holz weg. Das kann ich, wozu ich das brauche. Ich nehme es einfach mal. Ich bin ja eh schon überladen. So viel Müll mit. Easy. Wolf ist die schnellste Form, ne, zum von A nach B kommen. Bisher ja. Ich habe tatsächlich das Spiel noch nicht so weit gespielt, dass ich die anderen beiden Spells noch bekommen habe, die noch fehlen. Deswegen weiß ich nicht, ob es da irgendwie schneller geht. Die Teleporter kann man ja irgendwie auch anders einstellen, dass man auch mit Sachen die benutzen kann. Aber ich glaube, die sind ja nicht so eingestellt. Dankeschön, Oshi, für den Prime. Vielen lieben Dank. Das Pferd ist nett. Schneller. True, good point. Und hallo Liriel und hallo Kulibert. Ja, oh, ich habe Beef gesucht. Ich glaube, wenn, ist es cool, dass wir so ein bisschen Herr der Ringe-mäßig alle auf dem Pferd reiten. Rohan. Ja. Aber das wäre schon ultra geil. Das wäre schon cool. Weil tatsächlich, dass du ja vom Pferd nach einem Schlag runterfliegst, ist ja auch schön. So. Das heißt, das sieht genau 3 Sekunden lustig aus. Gut aus, und dann nicht mehr.
da. Wusstest du, dass bei Herr der Ringe, bei der Rohan-Szene, die meisten Reiter Frauen waren? Oha. Und dass die haben den Bärte und so aufgeklebt, weil sie nicht genug Darsteller gefunden haben, die männlich sind und reiten können. Ja, tatsächlich gibt es mehr ReiterInnen, ja, das muss man dazu sagen. Ich fand das so lustig einfach. Und wenn du ganz genau guckst, wenn du das pausierst auf einem großen Fernseher und ganz genau guckst, dann fällt es auf. Die Mädels mit schönem Bart. Aber ich meine, das ist ja tatsächlich cool. So. Die eine musste sich auch verkleiden. Da passt das schon. Und der Bart, der liegt hier wieder da, ey. Ja, das sind die ReiterInnen von Rohan. So, oh, ich habe einen gleichmäßigen grünen Smaragd. Ich muss halt sagen, ich habe jetzt ein weniger krass schlechtes Gewissen als vorher, dass ich Sachen geklaut habe, weil ich ja jetzt Sachen zurückbringe. Ja, sehr gut. Jetzt fühlt sich das schon eher besser an wieder. Du leistest deinen Beitrag hier. Ja, vor allem habe ich jetzt unbeflecktes Dings da geholt. Das heißt, ich bringe gerade sogar eine verbesserte Blutessenz zurück. Ich bin zufrieden. Hurra. Das ist das schöne Gefühl, was ich allen geben möchte. Zufriedenheit. Zufriedenheit und das Gefühl, wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Indem man Eisen in unsere Base bringt. Eisen. So, guck mal, wir haben einen neuen Diener. Bumm. Look at him. Der Name ist scheiße. Damien. So. Okay, Fischöl. Dick. Also Eisenerz auch in die Schmiede, ne? Wahrscheinlich. Ja. Bestätigen. So, wunderbar. So. Ja, da haben wir jetzt ordentlich was geholt. Frage ist, haben wir genug Glas? Ich habe auch noch leere Glasflaschen. Leere Glasflaschen? Pachtsdick. Geil. Ja, die heißen leere Glasflaschen. Ich habe keine Ahnung. Ah, lol. Ja, dann tun wir die zu den Flaschen. Also zu Team A. Jawohl. So. Oh, und Wollfaden, auch geil. Ja, auch zu Stoffen wahrscheinlich einfach, ne? Ja. Ja, korrekt. Ah, Schriftrolle. Langsam merke ich mir, wo was ist. Das ist sehr schön. Drogen ist auch eine gute Sache auf jeden Fall. Davon brauchen wir auch tatsächlich viel. Die kriegen ja wirklich einen eigenen Schrank. Ah, großartig. Sonnenwiedergebräu. Ah, ich sollte auch schnell die Sachen erforschen gehen. Ja, das mit der Ordnung machen, Leute, dauert halt ein ganz kleines bisschen, aber tatsächlich ist das weniger schlimm, als man denkt. Ja, wenn man einmal dran bleibt quasi, dann ist eh gut. Man darf nur nicht aufhören. So, ich habe jetzt dieses Sortiment von diesen Vasen. Ich probiere jetzt nochmal, ob ich das da drüben vielleicht dingsen kann, aber... Ja! Ich habe Vasen freigeschalten. Nice. Weißt du zwar noch nicht, was Vasen machen? Sie Vasen. Ach, ich habe die zweimal bekommen. Das heißt, ich kann die einmal auch füttern. So, ich glaube, ich mache jetzt hier auch noch einen Grabstein irgendwo hin. Easy. Was mache ich? Also mit den Glasflaschen einfach zu den Flaschen, meintest du? Und Sägewerk. Hier das Holz. Ich habe gleich alles eingeräumt. Schön. Sehr schön. So, ich bin auch fast ready. So, ich mache jetzt auch noch schnell einen Grab. Dinger sind so groß, Mann. Liebe, nee, das ist nicht das, was wir brauchen. Jo. Da leere Glasflaschen. Schleifstein, wo kommt der nochmal hin? Der kommt bei den Metallen hin oben. Ah. Blutmond Bash, so heißt der Streamer-Server, so heißt das Projekt. So wie Rustplatz damals und jetzt Blutmond Bash. Klar, ist ja auch ein simpler Name. Warum habe ich zwei verstärkte Knochenäxte? Ab in Schredder. Ja, aber ich habe doch vorhin schon eins geschreddert. Wo kamen denn die jetzt schon wieder her? Habe ich die aufgehoben?
Manchmal droppen das tatsächlich Gegner. Okay, dann. So, ich bin. Ich sollte Heiltränke potenziell mitnehmen. Wurde mir geraten. Aber das ist doch langweilig mit Heiltränken, oder? Es gibt ja keine Rechte, also diese langsamen Heiltränke, meint ihr das? Ja, aber es bringt dir ja nichts. Kann ich ja auch. Also. Kann auch Quatsch. Gut anzapfen. Also manchmal sind die nützlich, aber tatsächlich sind die im Fight zu verwenden sehr anstrengend. Ja. Das geht schon. Man braucht keine Heiltränke, wenn man sich nicht treffen lässt. Korrekt. Das ist auch die richtige Denkweise. Ja, ich habe deswegen auch meinen Parier-Skill rausgenommen und habe durch mehr Damage ersetzt, weil Damage ist die beste Verteidigung. Ja, du hast es als eine der wenigen in unserem Team verstanden. So, bam, bam. Ach, das Fegefeuer ist die Heilung. Das könnte ich eigentlich auch mitnehmen und ausprobieren, was das macht. Dann kann ich dir vielleicht wirklich helfen, wenn du Mist baust. Ich baue ja keinen Mist. Ich werde ja auch nicht getroffen. Wenn du sabotiert werden würdest von einem Mitglied unseres Teams, damit du, ohne dass du was dafür kannst, Schaden bekommen hättest. Also wenn Bart quasi mit uns. Ja, genau, wenn Bart dabei ist. Ja, dann lieber mitnehmen. Der Schrank ist schon voll. Soll ich Vlesk jetzt wegen dem Dingsterbumser fragen? Oder probieren wir es zu zweit nochmal? Wir könnten ihn mitnehmen. Ich gehe kurz auf Toilette und du suchst Vlesk, okay? Ich suche Vlesk. Ei. Bin gleich wieder da. Du suchst Vlesk. Erstmal in den Chat reingeschrieben, Vlesk. Ja, hallo. Hi, hast du gerade Zeit? Ja. Geil. Wofür? Maxim und ich wollen so eine echt krasse Alte in einer echt krassen Gruft töten gehen, die uns fast gewiped hätte. Und wir haben uns gedacht, du bist der auserwählte Dritte. Eine auserwählte Dritte? Warum läuft hier Bart dick durch die Gegend? Frag bitte Maxim. Und den Schrank, der Team A heißt, ganz cool, wo die Flaschen drin liegen. Die abholt. Gut. Perfekt. Dann können wir gleich los. Ja, gerne. Ich mit. Maxim ist nur gerade auf der Toilette, deswegen. Ah, dann hole ich mir jetzt schnell Gummibärchen. Das ist ja perfekt. Ich bin auch in 2 Sekunden wieder da. Da ist er. Lesk, bist du bereit? Da ist er. Ich bin absolut bereit. Ich war noch nie bereiter. 42, sehr gut. Du warst noch nie bereiter. Hast du Glas? Nee. Aber wir können das Glas machen. Ja, wir können Glas machen. Das stimmt. Geil. Wie hieß denn der Flaschenschrank am Anfang? Der hieß nicht immer Team A anscheinend. Der hieß schon immer Team A, tatsächlich. Echt? Ja! Öffnen. Lesk. So, du bist also auch Detektiv. Mein Chat ist Detektiv. Ja, das stimmt. Sehr gut. Chat ist Detektiv. Chat sollte immer Detektiv sein. So. Der Umhang geht nicht mal kaputt, Leute. Ja, nicht mal ein Verbrauch. Okay, wie viel Glas kriegen wir denn jetzt hier raus aus dem Laden? Ja, wir haben ja 5 Milliarden Blutessenz. Ja, das Ding verbraucht sich echt langsam. Also übel langsam. Ja. Ah, ich stehe in der Sonne. Au, 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 au. Ich bin da. Sehr gut, wollen wir los. Ja. Jetzt bist du bereit, eine Sonnenschützin zu töten. Ja, ich pack nur eben meinen ganzen Kram hier noch in Kisten. Das war doch keine Sonnenschützin da unten, oder? Das war so eine ganz schlimme tatsächlich. Opia, hier ist noch eine gnadenlose Kupferkeule in der Altkleidersammlung. Kannst du ja nehmen. Das ist meine. Ach so. Meine alte. Ja, dann ran. Ja. Ja. Nimm die Keule. Also ich hatte die von Blesk. Nee, meine alte ist es. Also. Eine alte. Blesk hat bestimmt eine aus Eisen gemacht. Hast du das ganze Eisen genommen, Blesk?
Ich habe Bart gefragt, hey, kann ich nehmen? Und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich ein bisschen. Ja. Ah, das stimmt. Das ist, so ist das, ne? War ja sein Eisen, oder? Das, man der hat arbeitet doch, den das ganzen Morgen, damit das Team Eisen hat. Und dann nimmt sich Bart the Credit. So, ah, warte, ich hab aber noch das ganze Eisen hier. Warte. Leg das mal in die Schmiede, ja? Nee, nicht in die Schmiede. Wo dann? Da, in diesem Warum Schrank spielt hier. Johnnys Gemächt eigentlich mit? Damit man auf ihm reiten kann. Weiß Kim davon? Damit man auf ihm reiten kann. So, Johnnys Dick läuft ja auch irgendwo rum. Ich war mir zu 100% sicher, dass wenn ich einlogge heute Bodablume tot ist, aber. Tatsächlich möchte ich, dass wir alle Pferde sammeln und dann mit einmal. Rohan! Wie gesagt, einfach nur Rohirrim und dann treffen wir uns mit einem einzigen Spell und wir sind alle gelähmt für 3 Sekunden oder so. Der Debuff ist ja tatsächlich ordentlich, wenn man vom Pferd fällt. Bin bereit. Okay, dann raus. Vampir wartet schon. Also ich muss die Tür zumachen. Oh. Jetzt. Ab in die Minen. Ab nach du Moria. Läufst voraus, ne? Ja, weil ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Achso, ja, das ist kein Ding. Es, tatsächlich sind die Eisenminen sehr gut zu merken, sie sind genau in der Mitte der Karte. Ja, ich habe keine Orientierung, auch wenn du mir sagst, dass es in der Mitte der Karte ist, finde ich es trotzdem nicht. Aber du findest die Mitte nicht. Nee. Ja, das ist rechts von links und links von rechts. Ja, du sagst auch unten. Und unten ist für mich ein anderes Stockwerk und nicht Süden. Aber deine Karte ist doch trotzdem nach Norden ausgerichtet. Ja, aber sie ist ja nicht unten. Weltrichtungsdings ist ja nicht unten. Ja, das ist richtig. Mich verbrannt hier. Kämpfen wir? Oh Gott, ich steck fest, ich steck fest. Also außer ihr braucht gutes Blut. Ich habe jetzt nur Arbeiterblut tatsächlich. Ich habe 69 Barbar. Geil, Mann. Ich habe vorhin 69 Kreaturen mit einer Kuh gehabt. Eine Kuhless. Ja, gute Kuh. Ach, komm. Gestern so einen 100%igen Rogue gehabt. Oh, nice. Aber der stand neben dem Explosionsfass, hat einmal draufgehauen und ist in die Luft geflogen. Klassischer Rogue-Move. Ja. Das ist ja selbst überhaupt. Die Hunde jagen mich. Geht weg. Ich bin ein Wolf. Ich bin unerfahren. Ja, auch teleportieren können, ne? Links abbiegen, Ei. Nein. Wir müssen. Also, erstmal müssen ich noch gar nicht Muskeln entdeckt. Warm werden, okay? Das ist wichtig. Den hatte ich noch gar nicht entdeckt, glaube ich. Links abbiegen, Ei. Warte, wir müssen das alles einzeln entdecken? Ich dachte, das ist so ein Team. Die Teleporter Team muss man. Das weiß ich nicht, aber ich war noch nicht dran. Sicher? Ich musste halt, ich hab da auch gerade was freigeschalten damit. Oh, lull. Ja, na, das ist ja gut. Dann ist ja gut, dass wir gelaufen sind. Ach, hier. Ihr sollt ja unser Land kennenlernen. Unser Land. Das Land, was wir zurückerobern von diesen ekelhaften Drecksmenschen. Ach so, ich dachte von Team A. Ja, Team A ist ja einfach nur ein Eindringling. Das ist ja was anderes. So, den werde ich essen. Komma. Ja, leere Glasflasche. Oh, die nehmen wir. Die können wir in den Trailer packen, glaube ich. Ich bin kein Staubsauger. FFFFFF. Ja, du darfst dich nicht beschweren. Du hast heute schon Boss geklaut. Also ich klaue sogar Bosse, Leute. Hä, wie machen wir das denn? Na, das Team, das andere Team B hat gerade einen gemacht. Und ich so, guck mal, F drücken. Ich bin da reingejoint. Das geht? Einer, ja, na klar. Wenn und der einer tot da liegt, drückst du halt so hart F durch, bis du bis zum Tisch wieder rauskommst. Aber die können dich ja einfach umbringen dann, oder? Ja, aber die haben nicht damit gerechnet, dass Maxims klaut. Außerdem waren die sehr low. Dieser Bomber ist aber fucking tanky, Mann, ey. Unnötig. Guck mal, jetzt kann ich heilen. Oh, sehr gut, heil mich mal. Ich hab gerade Bless geheilt, ich kann dich auch gleich wieder heilen. Au. Noch eine Sekunde. Oh, Leute. Wo seid ihr denn? Hinten hier alles. Ja, die Gegend ist tatsächlich unangenehm. Aua. Nice. Das ist ganz cool. Oh, ist warm. Was? Ich hab doch hier Schatten. Gut, das hat nicht gereicht an Schatten. Okay, ich habe leider wirklich keine Heiltränke mitgenommen. Eine Sekunde, ich muss hier ein bisschen arbeiten. Du bist in der Sonne. Für den hier eben. Boah. So. Okay, also das wird wirklich sehr hart.
Aber wir haben ja bei Louis. Das Pferd spendet auch Schatten. Das finde ich gut. Ich habe das Gefühl, bei Louis verfolgt mich. Warum steht bei Louis hier rum? Ich finde bei Louis die ganze Zeit in allen möglichen Ecken. Ich weiß nicht warum. Was machst du hier? Spion bei Louis ist das. Ich glaube, du redest gerade mit einem Pferd. Lesk. Nee, nee, das ist ja. Ist das einfach nur ein Pferd? Ja. Nein, du redest tatsächlich mit einem Pferd, Lesk. Das finde ich sehr gut. Da stand bei Louis drauf. Also, das hätte ja auch bei Louis sein können. Das ist ein Pferd. Jetzt kann ich wieder irgendwann anfängst mit den Endbossen zu reden. Warte mal, ist er da oben gewesen? Nee. Wusste ich nicht. Alles gut, das hätte ich sein können. Ich find's schön. So ist es dir passiert und nicht mir. Wo ist er? Da oben. Ja, wir müssen ja eine Runde hier drehen. Die patrouilliert hier die ganze Zeit. So. Oh, hier ist Team A. Dürfen wir angreifen? Ja, ja, klar. Aber wo bist du? Ja. Geil. Hier, der ist noch Level 32. Da, Achim. Drauf! Was soll denn das? Das ist ja frech. Kill him! PvP, haben sie gesagt! Sehr gut. Nam. Oh, du kannst ihn fressen? Was passiert denn dann? Oh, der hat aber nur Scheißblut leider. Ja, war ja klar, ist jetzt hat nur Scheißblut, ey. Ihr seid so gemein. Oh Gott, ich habe Silber aufgehoben. Oh, der hat 5 Milliarden Eisenerz. Ja, ja, Mann. Ihr Diebe. Achim, das lassen wir schmecken. Bitte, Leute. Du sagst es, ich lauf vorbei und gebe dein Silber auf. Du kannst es gerne mitnehmen. Aber ja, ist gut. Okay, aber die Lady ist hier nicht, oder was? Nee, die ist eventuell da unten, ne? Ich habe halt das Gefühl, dass die sich rächen kommen werden, ne? Quatsch. Die werden das nie erfahren. Ah, ich hab's schon wieder aufgehoben. Wenn das passiert, werde ich abhauen. Wenn wir den Fall nicht gewinnen, damit ich das Eisen erst behalten kann, ne? Ja, wir nehmen aber den Notausgang rechts unten und links unten, ne? 800.000 Eisenerz. Oh, das ist gut. Jetzt hab ich das Silber schon wieder aufgehoben! Das ist eure Gier. Ihr müsst konzentriert bleiben. Man nennt mich auch gierig. Glesk. Giersk. Giersk. Das klingt wie ein griechisches Joghurt. Giersk. Giersk. So. Wir sind so richtige Team B, Leute. Blutgruppe A. Oh, sehr gut. Okay, also. Wo ist der Kack-Boss? Was soll das? Oh, da ist eine Kiste. Ich bin mal. Da ist Silber drin. Ne. Geht auch nicht. Na, dann bauen wir nur Eisen an. Ja. Die Frage, ob Joachim nach Mama ruft. Ich weiß nicht, wie viel Mama schon wach ist bei denen. Ist ja, viel Mama wach? Schon, glaub mir, die haben 3-4 Leute, die machen nichts anderes. Wirklich? Knechti war bis tief in den Morgen online, glaube ich. Oh je. Yeah. Und dann bin ich aufgewacht, auf Twitter geguckt und sehe schon wieder, ja, heute sind wir wieder den ganzen Tag online. Also, da gibt's auch Leute, die hart reingrinden. Sehr, sehr hart. So, no life. Die schlägt ja auf so einer LAN. Sprich, die haben ja, also, das ist ja wirklich. Das ist quasi Bootcamp. Wie Rising Bootcamp, genau. Aber da kann man sich auch vor Ort sabotieren, ne? Also ich könnte Holler auch auftragen, dass sie einfach sehr gute Pfannkuchen machen soll. Und dann, oder den Router genauer anschauen. Ach so, nee, ich dachte eher sehr gute Pfannkuchen mit Apfelmittel. Ah, oder einfach. Sehr gut. Der altbewährte Trick. Gute alte Apfelmittel. Auf einer LAN, wo nur ein Klo ist. Finde ich gut. Genau das. Muss auch seelischen Schaden. So, hier ist ein Boss, Komm bitte Dankeschön, her. Dankeschön, Chris, mal für die 18 Monate. Aber das ist so ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob dir irgendwas droppt. Komm mal. Ah, er sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Holy shit. Boah, nee, mach ich oder was? Ist ja gar kein Boss, oder? So. Warte. Oh, der hat auch einen Garen.
I shoot a Garen for you. Kann auch keine machen. Braucht ihr Heilung? Also der hasst dich ja übelst. Ja, ja, der hasst mich richtig. Ich weiß auch nicht warum. Ich brauche Heilung, ja. Ich brauche Heilung, es geht wieder los. Okay, das Ding hat aber eine übelste Hitbox. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leider nur komplettes Scheißblut. Na, ich bin auch sehr unzufrieden. Vlesk ist aus der Heilung rausgedodged, klar. Sorry. Du, alles gut, das ist dein Problem. Oh, das wir haben Meredith auch noch gepult. Meredith. Ist das nicht die krasse? Das ist Zwiebler, ne? Ja. Okay, der ist tot. Ja. Jetzt müssen wir, kannst du mich nochmal heilen oder hat das Cooldown? Es hat Cooldown. In 4 Sekunden kann ich wieder. Okay. Es wichtig ist, dass ihr drin stehen bleibt, weil das tickt zweimal und der zweite Tick ist stärker als der erste. Ach, das ist dein Heal. Ja, ja, genau. Gut, dann verstehe ich, warum ich da gedodged bin. So, es geht los. Das Leben ist scheiße. Das Leben ist scheiße? Alter, wieso ist das so viel Feuer? Ja, aber die ist ja Totenkopf. Ja, ja. Die ist ein bisschen Totenkopf-mäßig drauf, ja. Let the shot. Alter, was ist das für ein Pfeil? Die heilen sich ja auch einfach die ganze Zeit hoch. Ja, mich hat halt von hinten das andere Ding erwischt. Also dieser... Ist tot? Nee, ich lebe noch, aber dieses grüne Plop-Ding. Das niemand will. Das ist ein bisschen hoch. Jetzt sei nicht so demotiviert. Ich fighte halt gegen die Bogenschützen da hinten gerade, weil die mich halt einfach zerstören. Oh, wow. Die dodgt halt alles, ne? The fuck? Oh, kann die tatsächlich zur Seite stoßen? Ah. Also wir machen Schaden an ihr, aber es ist nicht gut. Ich habe ein HP gerade. Kannst du in unsere Nähe kommen? Ich halte mich gerade selber ein bisschen hoch. Au! Was ist das denn? Können Sie bitte aufhören zu dodgen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, ich habe Schmerzen. Schmerzen haben es nicht gut, bitte hab keine Schmerzen. Ich muss mich nur einmal voll heilen. Ich muss auch einmal heilen. Ich habe meine Blutgruppe schnell auf Abfall geändert. Ich heil dich. Danke. Ach, das sind neue, Charger da. Cool. So, ich bin auch wieder da. Ach, da hinten sind ja noch mehr Gegner. Das ist ja schön. Das freut uns natürlich. Ganz besonders. Alles. Okay. Also, Schmerzen sind erstmal generell vorhanden. Ja. Aber wir haben das voll im Griff. Also, oh mein Gott. Ja, das habe ich gerade gesehen. Ich hab's verschrien. Scheiße. So. Oh, scheiße. Junge, ich will blocken, aber die schießt einfach straight up daneben. Ja, ich hab's vielleicht doch nicht so ganz im Griff. Haut er auf deine Leiche? Das ist voll gut für uns, oder? Oh, das war lucky. Ich weiß nicht, ob das für uns gut ist. Kannst du bitte woanders sein? Nee, zieh nicht auf mich bitte. Okay. Dankeschön. Ma. Oh nein, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ist schon wieder zwei gespawnt.
Nein, wie sagen wir denn? Nein, da kommen neue Sachen. Alter, was ist denn da unten? Okay, ich habe Schmerzen und ich möchte hier nicht mehr sein. Ja, das ist eine gute Kombi. Da ist ein neuer Totenkopf, Dude. Ah, ich wurde random getroffen. No. Scheiße. Und bin auch tot. Es werden auch tatsächlich immer mehr. Okay, Vles, wie machen wir's? Ja, ihr müsst laufen und ich kite die hier einfach ein bisschen, oder? Nee, wir sind beide tot. Oh. Der muss eine Runde laufen. Lauf eine Runde. Damit sie die aggroht. Und dann belebst du uns wieder. Das war richtig unlucky. Ich wollte halt zur Seite gehen, um mich zu heilen. Und dann sind hinter mir neue Mobs aufgetaucht. Oh. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, dass wir es im Griff haben, ging alles schief. Ich laufe eine Runde und dann komme ich zu Maxim und kann ihn resen, glaube ich. Aber die kämpfen jetzt gegeneinander. Der Commander und die, oder was? Der hat gerade, also sie hat gerade gegen irgendwen gekämpft. Ach, jetzt heilt sie sich wieder hoch. Cool. Ach, scheiße. Sie ist wieder auf 100%. Ja, sie hat resettet. Passt auf Team A auf. Ja, das kann jetzt natürlich passieren. Da müssen wir uns zurückziehen. Wir nehmen den Notausgang im Süden. Im Südwesten. Würdet ihr mich noch aufheben, bevor ihr den Notausgang nehmt? Ja, ich heb Maxim gerade erst auf. Alles gut, ich meine nur generell. Bevor ihr flieht. Können wir machen, ja klar. Hast du? Ja, Maxim ist bei mir. Dankeschön. Bleib dann kurz eine Sekunde stehen, weil dann heile ich direkt. Ja, ich kann halt gar nicht heilen, merke ich gerade, weil. Auch kein Blut übrig. Kein Blut, kein Herz, kein gar nichts. Leute, wir wissen, dass der Boss mit der Anzahl an Spielern skaliert. Ach, bestellt, habe ich die Silbermünzen aufgehoben. Aber wusstest du auch, dass der Boss mit der Anzahl an Spielern skaliert? Nee. Wieso hat das keiner gesagt? Ich dachte, der Chat und wir sind so ein Team. Ich bin schon enttäuscht. Wollte Silbermünze aufheben, aber mein Inventar war voll. Ach, das ist aber ärgerlich. Was haben wir hier? Das ist wie die Kekse auf dem Schrank tun. Oh, den Topas brauche ich. Weg mit den Ratten. Ja, wir hätten den Commander am Leben lassen sollen. Der Commander kämpft anscheinend gegen den Bogenschützen. Boy. Also versuchen wir es nochmal neu. Ja klar, solange bis er tot ist. Wir müssen uns halt nur kurz heilen, ne? Es wäre schon gegangen. Ich habe halt ewig lang gegen die Ads gefightet. Wir müssen einfach die Ads sofort umhauen, wenn die kommen, glaube ich. Und dann wieder auf den Boss gehen. Dann lass uns das nochmal probieren. Und nur mal kurz was essen. Wir müssen ja, glaube ich, mehr von dem Ungezieferzeug machen. Yep. Aber der ganze Schrank ist eigentlich voller Ratten. Ich habe die heute Morgen gezüchtet. Fly me to the moon. Wo läufst denn du hin, Maxim? Ich wollte noch ein Tier töten, in meinem Blut war komplett auf leer. Komplett auf leer. Kann auch sehr gut reden. Du meinst auch. Na, sorry, auch gerade. Ach, hier ist eins. Oh, und da bist du geone-shottet. Wer ist geone-shottet? Wollt trinken, aber ich hab das Ding einfach geone-shottet. Ey, wenn du so Eisenwaffen nutzt, das ist GG, ja. Den halt ihn nicht aus. Berea. Oh, das hab ich mir fast gesagt. Ach scheiße, das war dumm. Aber das ist gut. Wir haben einen von Team A getötet. Das ist gut für die Moral. Dann haben wir Eisen. Das ist gut für das Gear. Ja, und wie viel? 1400 einfach dem Achim abgeluchst. Ach komm schon, töte die doch nicht die ganze Zeit. Wir haben Hunger. Ich muss die Hände nehmen, Pia. Die Hände. Ich kann mit Händen draufschlagen. Ja. Das geht, ja. Du drückst quasi nochmal die Waffe. Alter, ich bin einfach Orientierungsmarker.�
nochmal Tristan umbringen, glaube ich, ne? Bart meinte, dass man dann sehen kann, was sie für Blut haben und so. Auf Range, ohne dass man Ruhe hat die ganze Zeit. Man kriegt vor allem ja auch die Möglichkeit, Blutessenz besser zu machen. Aktuell müssen wir solche ungefleckten Herzen nehmen. Die Blutessenz ist halt super wichtig. Also für das halbwegs gute Gear. Mhm. Aber Tristan hat es auch in sich so. Ja, aber mit unserem Item-Level geht er doch, oder? Ich glaube, unsere Kleidung sackt noch übelste Sorte. Okay. Also, es gibt halt alles super viel Pinkiness. Ja, meinst du das Hohlzahnzeug, oder? Das müssten wir auch schon haben. Nee, wir haben noch diese. Wir haben noch nicht komplette Nachtschrat-Scheiße. Oh, das war mega knapp. Dankeschön, dann beide für den Zap. Und wir haben noch diese Schneiderei und sowas nicht. Also, wir müssen da erstmal die ganzen Level 40er-Bosse alle machen. Mhm. Wie lange so ein Eisenbarren dauert? 3 Minuten. Hallo, da ist Omia. Das ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Ich bin kurz. Gut ist halt, wir haben halt in einem Team, der tatsächlich 7 Uhr morgens die Barren schon reingetan hat, ne? Maxim Barkov. Maxim Barkov. Ich bin Maxim Eisenbarkov. Hat jemand von euch zufällig einen gleichmäßigen Topaz? Nee, ne? Nee. Ich hab das Saphir und das andere Ding. Ich bin dumm. Man kann ja überall immer compulsively count machen. Ist ja viel besser. Ja, das ist der beste Button ever designed. Aber der hast du gestern auch gesagt. Das ist richtig, richtig clever. Das ist einfach genius. So. Ich mache jetzt erstmal eine dicke Rattenbestellung. So. Wir müssen mal ganz viele Ratten machen und dann ganz viel Heilsachen. Hat mich getötet. Ja. Ich war kurz am WC und ich bin gestorben. Das war nicht so gut. Oh, wo bist du gestorben? Kann man dich noch holen? Die Sonne hat mich getötet. Ich dachte, ich stehe im Schatten. Das war. Ja, der trügt immer ein bisschen, glaube ich. Aber ich kann eigentlich direkt daneben respawnen, glaube ich. Bei dem Teleporter wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, das war doof. Ich dachte, ich wäre klug gewesen. Ich war nicht klug, aber das ist nicht schlimm. Das passiert mir auch oft. Dass du denkst, dass du klug bist, aber es nicht bist? Ja. Ja, sehr oft sogar. Classic. Eigentlich Quatsch. Ich nehme das von vornherein gar nicht an. Das klug sein. Ja. Klugheit würde ich generell immer ablehnen, ja. Ja. Ich nehme mich auch schon sehr lange, weißt du? Ich weiß ja, dass das nicht stimmt. So, ich mach mal ein bisschen RNG-Kram und hoffe mal, dass wir noch eine gute Forschung kriegen. Ich übe viel Lernen hier. Laufe, laufe. Der Schatten wandert. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass der so schnell wandert. Einfache Werkbank. Ich war ja nicht lange am Klo. Leder, Faden, Barren. Ach, ich muss ja dahin. Ich laufe ja komplett daneben. Also, wir können jetzt irgendwas von Gott machen. Von Gott? Von Gott. Blutrosengebräu, okay. Ach, ich kann sogar anklicken, was wir entdecken können. Oh! Ich bin ein Neandertalensis, Lensis, Alter. Ich dachte, es wäre random. Okay, wir können jetzt die perfekte Nachtschratrüstung alle haben. Alter, Ehre. Ich bin ja übel hohl. Ich dachte, es ist random, aber man kann es ja anklicken, was man aus Papier machen möchte.
Ah. Ganz schön. Wusste ich auch nicht. Ich auch nicht. So, Nachtschrattstiefel haben sie gesagt. Leder, raue Farben, Kupferbarren. Wo an dem Hallo Darek und hallo Best Admiral. Ja, aber wenn du. Genau, du musst es nur angucken. Ja. Stiefel. Blutrosengebräu. Aha! Hast du heute irgendwas anderes gestreamt außer For Rising, Maxim? Tatsächlich nicht. Heute rein und dachte, ich muss ja das von gestern aufholen. Und dann habe ich diesen epischen Saustall bemerkt, den erstmal 2 Stunden aufgeräumt. Den epischen Saustall. So, nachdem ich das getan habe, war aber hier alles drin. Also die ganzen Kackbosse, die so, das Fast-Travel und so. Aber eigentlich, sobald du halt Kupfer hast, ist schon sehr, sehr schnell, weil der eine Spell bringt halt lächerlich viel DPS. So. Hallo Fizz. Deswegen, das war ganz cool. Lasst mich in Ruhe. Ich laufe hier nur durch. Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Also, Wolf. Und die ganzen Ratten. Ja, die tun wir auch alle in den Schrank. Es gibt ja einen Tierschrank. Das ist ein Rattenschrank. Ja. Klar. Warum eigentlich nicht? So, ich habe jetzt ein bisschen Heilsalbe für alle. Hallo Sadi. Was ist denn jetzt der Plan? Wollen wir jetzt die alte noch machen? Hin. Ich habe nicht mehr viel Zeit, deswegen. Ich muss 13 Uhr schon los. Das heißt, wenn wir jetzt den noch umklatschen, wäre geil. Dann aber mit dem Teleporter? Nee, es bringt nichts. Ne? Doch, Teleporter. Teleporter. Doch, ich bin auf dem Weg zu euch. Und der Teleporter geht. Doch. Haben wir so eine Mülltruhe, wo ich sagen kann, ich müll das schnell rein und sortiere es nachher um, damit wir direkt los können? Nee, die brauchen wir noch. Das habe ich mir vorhin auch gedacht. Weißt du, als ich überlegt habe, ob es dann später eine Rollenverteilung gibt unter den Streamern, dass es so eine Art Kämmerer gibt, der ich heute Morgen war. Einfach 1000 Kisten voller Shit und einer muss alles ordnen. Das ist mega grausam, wenn das einer machen muss. So als ja, Leben ist aber auch grausam, ne? Hallo Ina. Ja, das ist richtig. Wow. Da muss man halt mal durch. Wird das dann ausgelost? Aber ich will nicht der Kämmerer sein, ich will da nicht durch. Ja, ich bin morgens gerne der Kämmerer. Aber da muss auch die Kiste ordentlich sein. Und nicht so eine kleine Pappkiste da. Ich verstehe zwar nicht, warum wir alles in den Bücherschrank reintun, warum der Bücherschrank das Item mit dem meisten Platz ist. Das ist ein Regal, du musst das so sehen. Das ist kein Bücherschrank, das ist ein großes Regal. Ein Ikea-Parks-Schrank, wollte ich gerade sagen. Karlax, ja. Einfach nur. Ich bin aus Versehen einmal um die Base gelaufen. Wundervoll. So. Das heißt, ich kann es nirgendwo reinmüllen. Nee, du kannst einfach überall hingehen und einmal Compulsive drücken. Das war's. Es geht viel schneller als Compulsive. Dieser Button, der automatisch sortiert. Ach, das funktioniert? Ja, es funktioniert mega. Du gehst zu jedem Schrank, drückst einmal F, Compulsive, F, Compulsive, F, Compulsive und dann bist du fertig. Ach, ich habe das immer einzeln sortiert. Ja, nee. Da sitzt ja hier noch übermorgen dran. Alter, Baloui steht immer noch hier. Da sind lauter Ratten. Sollen da lauter Ratten sein? Ja, das ist der Tierschrank. Aber da laufen Ratten. Ach so, ja. Nee, dann musst du die Ratten nehmen und in den Tierschrank reintun. Warte mal, ist da jemand? Nee. Bin ich. Okay, ich habe jetzt Quarz gesammelt. Das passt irgendwie noch nirgendwo rein. Doch, doch, in den Ofen. Ofen, Ofen, Ofen. Auch vorher noch irgendein gutes Blut. Okay, also die Bogenschützin ist schon ready. Ich bin auch gleich ready. Die kämpft ja die ganze Zeit gegen die Untoten. Ah, du bist schon dort. Du bist ja viel zu schnell. Aber das ist ganz geil. Schneeblume, Quarz, Stein. Oh Gott, wohin damit? Stein, Quarz, Schneeblume. Ich nehme das halt einfach mit. Ja. Ich lock's nach draußen, Leute.
So. Coming. Bist du jetzt einfach hin teleportiert? Ja, man kann so ein bisschen näher ran teleportieren tatsächlich, ja. Aber dann verliere ich meine Sachen, ne? Nee, nee, Verbrauchsgegenstände ist okay. Wenn du nur Tränke mit hast, alles cool. Du hast ja den anderen Shit, hast ja ausgeladen, den brauchst du ja nicht. Ja, das außer die Schneeblume, aber... Alter, wie schnell dreht die sich? Aber ich bin auch so schnell da. We run. We run. Und jetzt? Okay, also sie ist schon deutlich. Wir müssen hier die Ads wegmachen, Maxim. Ja, ja, mach ich. Viel am Arsch. Ach so, auch. Ja, dann helfe ich dir mal erst. Au. Oh, da drinne gestunt zu werden, ist natürlich sehr unlucky. Die sind halt. Okay, Chat, ihr müsst mir jetzt helfen, damit ich da überall reinfinde, wo ich hin muss. Weil ich habe den Orientierungssinn von einer Schachtel. Aua. Okay, ich wurde abgefackelt. Scheiße. Ich glaube, du musst die nochmal resetten lassen, Les. Das war mein Fehler. Es wären halt echt viele Ads so, ne? Sehr anstrengend. Fängst du das echt gute? Kann ich dich wieder hochziehen irgendwie? Oder hast du schon... Ich habe schon mein Leben verloren, aber ich weiß nicht, ob du schnell genug bist. Nee, das wird nichts. Nee, das wird nicht. So killst du dich. Kann ich abbrechen? Nee. Man kann nicht abbrechen, wenn man gestartet hat. Das geht nicht. Also ich habe den Hotkey nicht gefunden. Aber sie hat jetzt ja instant resettet. Warte, hast du dich wiederbelebt? Nee, du liegst noch da, oder? Ja. Ja, dann warten wir auf Pia. Pia ist ja übelst schnell. Pia ist übelst schnell. Pia hat nur schnell gesoffen auf dem Weg. Ich bin schon auf der Karte, leider. Achso, dann hast du auf Wiederbeleben gedrückt. Ja, ich laufe einfach hin. Achso, na dann mach ich das auch. Okay. Pia ist gleich da. Aber ich habe eh nichts gemacht. Hat auch scheiße, dass ich die Sense nicht habe, ne? Weil die macht ja viel mehr Damage an den Untoten. Nee, also in den Untoten ja, aber die Untoten sind ja tatsächlich unsere Verbündeten. Hä? Ja, die Untoten und Menschen kämpfen gegeneinander. Die fighten ja die ganze Zeit miteinander. Dankeschön, Alex, für den Sub. Das ist für uns ironischerweise ein übelst großer Vorteil. Hallo, hallo. Ach, du bist auch respawned. Ja, ist halt schneller. Also siehst du ja, ich bin ja genau gleich schnell. So. Right. So. So, und dann... Die Ents sind vor allen Dingen einfach auch Level 50. Das ist so das Problem. Ich habe irgendwie keinen sinnvollen Spell, um die zu one-shotten. Ich weiß nicht, ob ich da mehr AOE-Schaden nehmen soll. So, die Sense ist halt die einzige Eisenwaffe, die ich habe. Die hat sowieso schon übelst viel AOE-Damage. Ich überlege halt, ob ein anderer Dash sinnvoll wäre. Berg der reisende Händler. Ne? Ah, nee, ich hab's. Ich hab's. Also ich lasse meine Heilung auf jeden Fall drin. Ich hab das Gefühl, die hat mir ein bisschen geholfen. Oh, Berg der reisende Dingsbums. Ja, den ignorieren, der natürlich. Ich lag einfach im Container mit Stuff. Hallo, Balui. Tschüss, Balui. So. Ich habe jetzt ja diesen Untotenschild, den habe ich eigentlich immer benutzt, der ist völlig overpowered, weil wenn da jemand reinsteckt... Ich brauche erst noch Blut, sonst bringt das ja gar nichts. Ah, hier. Au, ich brenne. Das war natürlich ultra smart, dass ich hier direkt ins Feuer gelaufen bin. So, okay. Ja, Blut wäre nicht schlecht. Ich komme auch noch mal ganz kurz raus. Nehmen wir das Blut und dann geht's los. Was habt ihr denn für Blut? Ich kann ja das mit Les teilen. Les, mach mal deine Vene auf. Was meinst du? Mach mal die Vene auf. Ganz oben. Vene freilegen. Er will dir Blut klauen. Geil, Mann. Guck mal, jetzt haben wir beide die Hälfte, stimmt's? Ja. Geil, so Pia, du darfst jetzt auch noch. Ich hab ein bisschen Kriegerding, alles gut. Geil, na dann rein. Rein und wir machen das übel easy, gewinnen sofort. Ohne Fehler.
Übel, easy, gewinnen sofort ohne Fehler. Jawohl. Können wir das noch aufschreiben, falls ich den Slogan vergesse? Nö, das mache ich dann. Okay, du schreist das dann. Alles klar. Ohne Fehler! Ohne Fehler! Ja, das funktioniert. Also ich brauche einen anderen Dash. Ich mache auch den grünen Dash. Wir machen alles grün, oder? Komm. Ohne Fehler. So, grüner Dash. So, bumm. Oh, bumm. Ich habe Schaden bekommen. Achso, ohne Fehler. Ah, das war's, Kia. Sofort raus. Du hast auch Schaden bekommen. Nein, ich habe das nur aus Solidarität. Ja, klar. So. Wo ist denn die junge, junge Dame? Junge, talentierte, schöne Frau. Schöne Frau mit dicken Bogen. Mit dickem Bogen, ja, ja. Ja, da kämpft jemand gegen, oder? Wirklich? Oh, da müssen wir überraschen. Ja, die ist auf 40% hier bei mir. Geil! Ja, die kämpft gegen den Commander, das ist gut. Wahrscheinlich. Commander einfach oder gegen so eine, einfach so gegen so eine Wache. Ja, ja, das ist der Commander, da kann man die gut schießen. Vielen die... Dank. Nee, das ist nur eine Wache, also das ist kein Commander. Dann hat sie den vielleicht schon getötet. Das kann sein, er liegt da hinten, glaube ich. Alter, das ist ja... Aber wenn, wenn jemand fragt, sagen wir, dass wir es allein gemacht haben, ne? Ja. Absolut, ja. Also warum dashen jetzt die ganze Zeit durch die Gegend? Ist doch mega nicht. Ja, weil die ist schon fast tot, Leute. Ui. Ich hab geheilt. Bin ich auch kurz ein ganz kleines Stück hoch. Bisschen zu gierig. Ja, rein, rein, rein! Alter! Zack! Ja, haben wir allein gemacht. Das war easy. Ich verstehe gar nicht, was die Leute haben. Das war wirklich ein. So, Turmexplosion. Nice! Was haben wir jetzt gelernt damit? Blutspule. So. Okay, ich reite gleich zurück zur Base. Denn ich muss meine Vampirkinder abholen. Vampirkinder, schön. Wir kommen jetzt auch schön Ungeziefer. Oh, die Ungeziefer. Kinder? Und was gibt's heute im Haus, Markov? Ratten. Und die Ratten, hast du die Knochen von der Schule mitgebracht? Ja, sehr gut. Die Knochen von den anderen Kindern. Genau. Ja, und dann werden natürlich am Anfang gleich die Prozentpunkte abgefragt. Ah, Barbar, Stufe 80, sehr gut, Mensch. Das war das Streberkind, Stufe 22. Und roter Kommandant. Oh, den töten wir auch noch. Der den Schulbully umgehauen hat. Akio-Knochen, genau. So, das Wetter ist ja echt scheiße. Das Wetter in-game oder das Wetter draußen? Die Sonne scheint. Also auch wenn jetzt gerade im Echtleben die Sonne scheint, bin ich traurig. Ich übernehme es direkt, Leute. Hm. Und die Leute haben es auch verstanden. Normal, ne? Ohne Fehler. Wir haben keinen Fehler gemacht. Quasi gesmurft. Heilung, Achtung, was das meinst? Jawohl. Heile ich den Gegner damit auch? Das ist eine gute Frage. Da krieg ich einfach Damage, oder? Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich den damit auch geheilt habe. Ich probier's mal. Nee, es macht Schaden an ihm. Gut. Das wäre echt bitter. Mann, er trifft. Warum trifft er mich nicht? Was macht er gerade für einen Boss? Trifft er mich den haben wir schon, den untoten Kommandanten. Ach so, ja, der droppt einfach nur 10.000 Knochen oder so, ne? Ja. Aber. Wenn man kann, dann kann man, ne? Also. Das ist richtig. Einfach so ein bisschen Dominanz zeigen hier. Ja, du drückst B und gehst auf den Reiter Dominanz. So. Eine andere Lebensoption hat man hier eigentlich. Ah.
sowieso noch diesen Befehlsturm bauen. Ich noch ein bisschen viel Damage die ganze Zeit. Müssen wir auf jeden Fall noch, glaube ich, morgen oder heute vielleicht noch den Befehlsthron bauen und dann Barts Dick auf einen Rage schicken. Ach, man kann die Sklaven losschicken quasi. Ja, das ist aber richtig geil. Also die kommen dann nach einem Tag oder so wieder, aber die bringen dann so 1000 Wolle oder so. Also die Werte, die sie raiden. Oh, ich sterbe hier, ich bin vergiftet. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich trinke einen Schluck Blut. Mach das. Okay. Was braucht man dafür? Irgendein Dings, ne? Achtung, der kommt zu dir. Ah, ich kann ihn nicht weiter heilen. Du bist schon Max. Der Typ droppt anscheinend auch das Rezept für eine Sense, für die Verbesserte. Oh, cool. Wenn wir das kriegen würden, wäre das ja episch. Geiselstein-Knochen. Okay, dann haben wir es nicht bekommen. Schade. Blutmond. Ui, was ist das? Wenn ich gehe, dann kriegt ihr den Speed, Attack Speed. Oh. So, dann lege ich mich jetzt schlafen. Ja, Lesk, es war mir ein Fest. Ich lege mich zu den Ratten. Ich finde das sehr schön, wie spezifisch du das gesagt hast. Lesk, es war mir ein Fest. Mit dir nicht, Pia. Pia war einfach nur, bei Pia denke ich an 10 Liter Bier. Das geht auch. So. Es gibt schlechtere Assoziationen. Also wenn du mich mit Bier assoziierst, dann bin ich als Österreicherin damit zufrieden. Dann ist okay. Das ist auch was Schönes. Gibt's ja nichts Negatives tatsächlich. So. Ja, dann wünsche ich euch noch einen bezaubernden Abend. Dankeschön. Für mich ist ja quasi Abend, ich gehe jetzt ins Bett. Und ich wünsche euch was. Bye. Tschüss, viel Spaß. Im echten Leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Mino leerräumen. Ja, ja. Aber warum habt ihr denn jetzt, was ist die Vorgeschichte? Warum habt ihr gesagt, ja, wir wollen jetzt den Boss umhauen, der 12 Level über uns ist? Wir sind dran vorbeigekommen. Und haben uns gedacht, oh ja, cool, ein Boss. Und dann sind wir fast gestorben. Und dann waren wir so, hey, Vlesk ist da. Lass es nochmal probieren. Das war die Vorgeschichte. Also wie du siehst, war es eine mega krasse. Aber es ist zu dritt auch nicht leichter als zu zweit, oder? Nee, war es auch nicht. Aber wir haben es ja geschafft. Also war unser Plan ja offensichtlich richtig. Hast du recht. Manchmal braucht man einfach nur die richtige Motivational Energy. Ach, das spawnen ja jetzt nur so ein, wir haben ja nur so ein Ding bekommen. Ne? Wir haben bestimmt irgendein Rezept gekriegt, aber... Ja, haben wir nicht diesen Blut-Dings bekommen? Ja, eine Ability, aber man kriegt ja normalerweise auch immer irgendwelche Rezepte. On top. Komme ich hier nicht raus? Dankeschön für den Raid. Hallo an alle von Maxim. Ein wunderschön. Hallo, hallo. Bei uns geht's jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe ja auch sehr viel später angefangen als Maxim. Ich bin noch ein bisschen länger da, so bis 18 Uhr um den Dreh. Das heißt, hier gibt's noch ganz, 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 ganz viel. Oh, ich habe Silber aufgehoben. Das war nicht so klug. Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream bis jetzt. Dankeschön auch Strauß Damann für die 3 Monate davor auf jeden Fall. Und hallo, hallo, hallo. Ja, irgendwie... Schaffe ich es da dagegen zu heilen? Das ist die andere Frage. Nicht so richtig, ne? So vielleicht? Ja, so geht's. Lass wir uns mal ganz kurz ein bisschen aufheilen. Bisschen länger. Ja, noch 5 Stunden länger auf jeden Fall. Also hier geht noch ein bisschen was ab. Aber ich muss erstmal den Ausgang hier finden. Das ist das größere Problem. Was mit deiner Stimme? Meine Stimme ist so. Ich habe einfach eine Stimme. Und Dankeschön, what the fuck, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ich habe einfach eine Stimme. Es ist wild. Es ist richtig wild. Diese Menschen, die Stimmen haben. Ich würde mal meine ganzen Sachen zurückbringen, weil ich bin ein Idiot und habe Silber aufgehoben wieder. Aber ich bin zu gierig, es fallen zu lassen. Wie lange kann man das denn halten, bis es Damage macht? Es macht die ganze Zeit Damage. Ah. Ich verliere die ganze Zeit so ein Leben. Ja, ich... Ja, eigentlich haben wir auch genug Eisen erstmal. Ich glaube auch. Es dauert 5 Stunden, glaube ich, bis es alles erstmal geschmolzen ist. Ja, auf jeden. Mach ich auch mal nach Hause.
Laufe ich in die richtige Richtung? Nee, ne? Du musst nach Osten. Nach rechts. Jawohl, jawohl, rechts. War das das richtige rechts? Oh, das ist nicht das richtige. Ja, aber hier kannst, ist ein Pferd. Nee, du kannst hinten einfach runterhüpfen, das passt. Da kann man nicht runterhüpfen. Das, da sind Berge. Ich kann nicht maximal hochhüpfen. Man kann ja jetzt auch Leute, ich könnte ja jetzt auch noch einen Diener mitnehmen, oder? Theoretisch gesehen. Silber ist das Fluch aller untoten Schatzjäger. Yo, ist so. Silber und Knoblauch. Wir müssen, ich muss in diese Richtung. Jawohl. Don't mind me. Bisschen trinken hier. Da stand ein Pferd von Team A. War das nicht einfach nur ein neutrales Dankeschön. Pferd? Muss kurz, was erledigen. Alles gut. Die hat mich umgebracht, glaube ich, ne? Alles gut. Ich hatte Hunger. Warte mal, ein Arbeiter. Angeboten. Ich erlöse dich, Arbeiter. Von deiner Arbeit und deinem Leben. Und deinem Blut. Na, was haben wir hier noch? Brauchen wir Kupfer überhaupt noch? Die Knobi-Unverträglichkeit wäre, glaube ich, das Einzige, was mich davon abhalten würde, Vampir zu werden. Knobi einfach Beste. Ich finde, wenn man in so einem Clan Dinge macht, dann ist es mega schwer, so die Übersicht zu behalten, wo man gerade ist, was so der nächste Step ist, was wir jetzt lernen können und müssen und so. Bart hat ja... Oh, hier ist ein Werwolf. Da kriege ich Angst. Ja. Absolut. Weil Bart halt so durchgegrindet hat. Jetzt habe ich keine Ahnung, was so schon erledigt wurde und was man. Ja, same for me, ich war noch gar nicht so weit. Das heißt, ich bin einfach wach geworden und war so, what the fuck? Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, je weiter man reinkommt, desto mehr Grind und Farm ist es quasi. Ja. Das gehört. Nur für so einen Rüstungsteil so einen kompletten Tag farmt dann. Das passt. Wenn er Bock drauf hat. Also Bart, dann einen Tag farmt für eins unserer Rüstungsteile. Das möchte ich mir sagen. Ich glaube, das Ärgerlichste am Silber für mich ist tatsächlich, dass man nicht als Wolf rumlaufen kann. Weil man halt immer einen Schaden bekommt. Das heißt, die Wolfsform wird sofort unterbrochen, sobald du den Schaden bekommst. Mhm. Brauchst du überall ein Pferd dann? Ja. Wenn ich dann in den verfluchten Wald hochlaufen muss und dann farme und dann zurücklaufen muss, ist ja dann ein absoluter Super-GAU. Ja. Ja, 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 ja. Nee, heilen, Blutheilung geht mit Silber. Das geht, aber die Suppe kommt nicht gegen an. Aber es macht schon Schmerzen. Es macht schon Schmerzen. Wie lange ich jetzt auch unterwegs bin, ey. Blutheilung bricht doch auch bei Schaden ab, oder? Nee. Nee, ich kann nicht porten, weil wir das ausgeschalten haben. Ich kann mit Items nicht porten. Auf dem Server. Um das PvP so ein bisschen sourciger zu machen, quasi. Kämpfen, Leute. Aber ich kann es euch gleich nochmal zeigen mit der Blutheilung. Ihr seht, Blutheilung geht. Die heilt gegen.
Hallo Obi. Du kannst auf Johnnys Gemächt reiten. Ich weiß nicht, ob ich auf Johnnys Gemächt reiten möchte. Ich glaube, dass ich verzichte.